Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke, sagt der Volksmund. Dementsprechend riesig muss das Insekt sein, das die Beyond Good and Evil Fans demnächst fangen werden. Denn die mussten seit diesem ersten Trailer von den Ubi Days 2008 9 lange Jahre auf offizielle Neuigkeiten zu Beyond Good and Evil 2 warten. Hier und da liegt zwischenrein auch etwas Material. Offiziell werden Fan- und Presseanfragen aber fast eine Dekade lang mit einem "Wir arbeiten dran und haben Beyond Good and Evil nicht vergessen" abgespeist. What? What? That's Swiss fucking chocolate, Pete. Bon appetito. Umso gigantischer war deshalb der Jubel zur E3 2017, auf der Ubisoft Beyond Good and Evil 2 neu vorgestellt hat. Denn in der Zwischenzeit ist aus der Singleplayer-Action-Fortsetzung ein gigantisches Online-Universum geworden, das in seinen Ambitionen einem Star Citizen in nichts nachsteht. In diesem Video wollen wir erklären, welche irrsinnigen Pläne Serienschöpfer Michel Ancel für Beyond Good and Evil 2 hat und was das für Jade, Paige und Co. bedeutet. Obwohl Beyond Good and Evil 2 eher nach Fortsetzung klingt, spielt die Geschichte tatsächlich vor Jades Geburt und damit den Ereignissen von Teil 1, und zwar im entfernten Sonnensystem System 3. In der fernen Zukunft des 24. Jahrhunderts hat die Menschheit unter den Supermächten Indien und China bereits das Universum erobert. Die Drecksarbeit verrichten dabei die sogenannten Hybriden, genetische Mischwesen aus Mensch und Tier, die von großen Konzernen im Labor gezüchtet und als Sklaven gehalten werden. In Beyond Good and Evil 2 streiten sich diese mächtigen Unternehmen um die ressourcenreiche Goldilocks-Zone und der Spieler macht ihnen als Weltraumpirat einen mächtigen Strich durch die Rechnung. Denn anders als in Beyond Good and Evil 1 spielt man in Teil 2 keine vordefinierten Helden, sondern erstellt sich im Charaktereditor einen eigenen Weltraumpiraten. Laut den Entwicklern bei Ubisoft Montpellier hat man dabei die freie Auswahl, ob man als Mensch oder Tierhybrid spielt. Welche Tierkreuzung man wählt, soll aber spürbare Auswirkungen auf die Spielweise haben. Ein Weltraumaffe wie der freche Nox aus dem Trailer bewegt sich spürbar flinker als ein Nashornmann, steckt aber in Kämpfen entsprechend weniger ein. Laut den Entwicklern ist Beyond Good and Evil 2 in erster Linie ein Rollenspiel, in dem man einen ganz individuellen Charakter ausrüstet, auflevelt, skillt und so immer gefährlicher macht. Zudem darf der Spieler auch seine Piratencrew managen. Denn auf den interstellaren Reisen sollen sich dem Hauptpiraten auch weitere Schurken anschließen. Die richtige Crew-Zusammenstellung aus Kämpfern, Mechanikern oder Forschern soll dabei enorm wichtig sein. Denn neben Pirat und Crew gilt es auch, das eigene Raumschiff zu verwalten. Zu Beginn des Spiels bekommt man nur ein kümmerliches Weltraum-Tuk-Tuk, später soll man aber neben pfeilschnellen Jägern und mittleren Transportschiffen auch richtig große Träger fliegen, in deren Bauch sogar kleinere Schiffe Platz haben. Alle Schiffe soll der Spieler ebenfalls frei modifizieren und verbessern können. Raumschlachten wird es übrigens auch geben, diese sollen sich trotz Trägheit und atmosphärischer Reibung aber eher actionreich wie in Star Fox spielen. Die Reisen durchs Weltall sollen laut Michel Ancel alle ohne jegliche Ladezeiten in Echtzeit stattfinden. 3 Jahre lang hat das Team deshalb an der eigenen Engine Voyager gebastelt, die mühelos von kleinen Innenräumen hinaus zum Planetensystem zoomen und Tempos von der Schritt- bis zur Lichtgeschwindigkeit darstellen kann. Eine frühe Gameplay-Demonstration zeigt neben den eindrucksvollen Größenverhältnissen auch das systemische Universum von Beyond Good and Evil 2. Denn Sonnenauf- und Sonnenuntergang sind keine simplen Beleuchtungstricks, sondern tatsächlich der Eigenrotation des Planeten im Verhältnis zur Sonne geschuldet. Die Technologie steht also. Vom eigentlichen Spielablauf von Beyond Good and Evil 2 gibt's aktuell aber noch nicht viel zu sehen. Michel Ancel und sein Team versprechen, dass man ohne jegliche Ladezeiten von der schummrigen Kneipe auf der Planetenoberfläche zu seinem Schiff kommt, damit ins All startet und nach einer Lichtgeschwindigkeitsreise auf einem anderen Planeten landet.
So erkundet man nach und nach ein dicht bevölkertes Universum voller unterschiedlicher Spezies und Kulturen und erlebt zahllose kleine und größere Quests. Dabei durchkreuzt man die Pläne von finsteren Konzernen und soll auch kooperativ online mit anderen Spielern zusammenspielen können. Wie genau das aber konkret funktioniert, ist noch recht schwammig. Ubisoft Montpellier erklärt aber, sich in puncto Koop an Destiny ein Vorbild zu nehmen. Wer darauf übrigens keine Lust hat, soll Beyond Good and Evil 2 auch komplett solo und offline spielen können. True freedom lies beyond. So interessant die Vision von Michel Ancel und seinem Team auch ist, so viele riesige Fragezeichen stehen aktuell noch dahinter. Denn auch Projekte wie No Man's Sky haben endlose Universen voller Abenteuer versprochen und letztlich enttäuscht. Star Citizen wiederum macht zwar kontinuierlich Fortschritte, zeigt aber auch, wie lange die Entwicklung eines solchen Weltraum-Megaprojekts trotz riesigem Crowdfunding-Erfolg dauern kann. Trotzdem hat Ubisoft bei Beyond Good and Evil 2 einige Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Denn anders als das Mini-Studio Hello Games hat Ubisoft Armeen von Entwicklern, die die Spielwelt von Beyond Good and Evil 2 auch wirklich mit Inhalten füllen können. Zudem setzt man mit der Voyager Engine auf eine eigens für diese Aufgabe entworfene Technologie und muss diese nicht erst mühsam wie die CryEngine bei Star Citizen umbauen. Zudem möchte Ubisoft auch die Community in die Entwicklung einbeziehen. Auf der offiziellen Website kann man sich nämlich zum sogenannten Space Monkey Programm anmelden und damit den Entwicklern in Kontakt treten. Aktuell drängt die Zeit übrigens noch nicht, da es weder einen Release-Termin noch Zielplattformen zu Beyond Good and Evil 2 gibt. Die Mucke wird also noch ein ganzes Stück fetter. Bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht wieder 9 Jahre darauf warten müssen. Pfeffnig.